Oh je, ich hatte gehofft, dass Sie länger darüber nachdenken würden. Beim nächsten Mal, Luke. Los, lass uns unsere Suche nach dem kleinen Ausreißer fortsetzen. Ach ja, stimmt ja. Genau, suchen wir weiter. Aber nun, da Sie es sagen, wie konnte Tom sich nur in so eine enge Nische zwängen? Das ist eine gute Frage. Tja. So. Der hat noch ein Rätsel für uns, cool. Ja, okay. Schlimme Standpauke, selbst für Hambaluga. Bitte? Staucht er sie etwa öfter so zusammen? Naja, wenn nicht mich, dann jemand anderen. Der Chef hat wirklich unheimlich hohe Ansprüche. Aber das ist doch furchtbar. Wieso lassen Sie sich das gefallen? Naja, im Grunde hat er ja recht. Schließlich hat er seine Firma mit eigenen Händen aufgebaut. Er sagt immer, Luxus hört nicht bei den Kleinigkeiten auf. Sogar das Porzellan an Bord wurde eigens auf Bestellung gefertigt. Alles vom Feinsten. Schaut mal die Teller hier. Sogar das Dekor ist Maßarbeit. Aha. Tellerzieher. Okay. Ah. Auf dem Logo in deiner Hand siehst du ein... auf dem Teller in deiner Hand siehst du ein stilvolles Logo. Ja, so rum ist es besser. Das aus einem äußeren und einem inneren Dreieck besteht, kannst du erknobeln, wie viel mal größer das äußere Dreieck ist als das innere. Theoretisch könnte ich das. So, und zwar indem wir... Machen wir doch mal so, so und so. Upsa. Naja, okay, sieht ein bisschen komisch aus. Nee, aber wenn wir das so machen würden, die Eckpunkte hier verbinden würden, upsa, dann hätten wir ein Dreieck, was genauso groß ist wie dieses andere da. So, und dadurch könnten wir dann wiederum hier eins dran machen, was genauso ist. Und hier eins. So. So. Fragt sich jetzt nur, ist die Antwort doppelt oder viermal so groß? Hm. Stilvolles Logo, das bla bla bla. Normalerweise wäre es dann viermal so groß. Aber... Ach, ich nehme einfach vier. So. Ob das stimmt? Ja, es stimmt. Ha, genau. Das war viel zu leicht. Ja, ist halt so. Genau. So. Damit hätten wir das dann. Holla, ihr habt ja ein richtiges Auge für solche Sachen. Habe ich schon erwähnt, dass das Porzellan eine Sonderanfertigung für den Voluntary Express ist? Keine Ahnung, vielleicht sind reiche Leute einfach schwierig. Ja, so sind sie halt, die Reichen. Oh. Sollte man sich keinen Kopf drum machen und so. Ah, jetzt habe ich mein Bild verschoben. So, schon besser. Und wieder raus. Und jetzt gehen wir mal einfach ein Stück weiter und suchen und suchen und suchen. Da geht's rein. Da sind jetzt... Da ist die drin. Hm. Okay, bla bla bla, schnarch schnarch. Sie schläft tief und fest. Das ist verständlich. Die ganze Aufregung wird sie arg mitgenommen haben. Okay. Ich glaube, unwichtige Sachen werde ich dann doch lieber... Oh! Einfach nicht lesen. Oh, diese Blumen sehen ja richtig teuer aus. Ja, aber eine schöne Dekoration ist nicht mit Geld aufzuwiegen, besonders wenn es Blumen sind. Du scheinst ja ein Auge für Blumen zu haben, Luke. Was hältst du von diesem Rätsel? Dazu müsste ich das erstmal sehen. Bunte Blumenschau. Mhm. Ah, ah. Und nun etwas wunderbar Blumiges. Eines der drei Bilder A, B und C ist exakt das gleiche wie das Bild links. Um es etwas schwieriger zu machen, wurde das Bild links aber gespiegelt und in ein Negativ verwandelt. Hm. Also, welches Bild ist identisch mit der Kopie auf der linken Seite A, B oder C? Dazu werden wir uns das Ganze mal so angucken, und zwar... Wo haben wir zum Beispiel Fehler zu diesem Bild? So, wir haben
Also gespiegelt und ein Negativ. Jetzt gucken wir doch mal diesen Punkt an. Und gucken uns diesen Punkt an. Es kann doch gar nicht sein, dass ein schwarzer Punkt negativ auch ein schwarzer Punkt ist. Damit hätten wir hier also C schon mal ausgeschlossen. So. Und außerdem hätten wir das Gleiche an dieser Stelle auch nochmal. Okay. Upsa. Ich werde das mal löschen. So, an dieser Stelle und an dieser Stelle. So. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das geht dann in die andere Richtung auch nochmal. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier war noch irgendwo so ein Stück. So, dann gehen wir nochmal zurück. So, Diese sind alle, dieser Punkt ist überall richtig gespiegelt. So. Da ist noch so ein Punkt. Das kann nicht sein. Der ist hier nicht. Das heißt, eigentlich müsste es A sein. Würde ich jetzt behaupten. Hier ist kein Punkt, oder? Da ist ein Punkt. Hier ist kein Punkt. Okay, dann machen wir jetzt das als Notiz. Ups. So, und wenn das jetzt nicht stimmt, dann... Also wenn A nicht stimmt, dann bin ich traurig. Jetzt bin ich dran. Haha, und A stimmt doch. Ah, gut, gut, sehr schön. Ja, Leightons Lehrling kriegt alles hin. Und dann muss ich es doch immer machen. Ich werde ja hier mal gefragt, nicht irgendwie Leightons Lehrling oder Leighton selber. Ach, Quatsch. Ich bin der, der hier rätselt. So. Oh, ich habe sogar alle Fehler gefunden. Oh, cool. Bild A ist das Original. Richtig. Gut, fertig. Habe ich alles erklärt. Sehr souverän, aber nicht alle Rätsel werden so einfach sein. Los, gehen wir weiter. Ist kein Problem. Hinweismünze. Ja, was ist das denn? Oh, oha. Schauen Sie, Professor, das sind doch Essensreste. Gut erkannt, Luke. Ob Tom sich auf einen Imbiss in die Bordküche geschlichen hat? Das wäre möglich, auch wenn das nichts Gutes über seine Manieren aussagen würde. Ja, in der Bordküche waren wir schon, von daher brauchen wir da jetzt nicht nochmal hin. So, ein Stückchen weiter hier. Oh, hupsa. Guckt mal. Spoiler! Nein, das mache ich jetzt nicht. Oh, ist alles in Ordnung, junge Dame? Oh, ja, ja, alles in Ordnung. Entschuldigen Sie, ich muss... Aber Professor, kommt Ihnen das Mädchen nicht auch irgendwie bekannt vor? Hm, ja, das tut es. Sie wirkt in der Tat irgendwie vertraut. Okay, die hat nichts zu sagen. Gut, das wollte ich wissen. Bla, 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 bla. Knaben, bla, bla, bla. Komische alte Frau, bla bla bla. Ach, was weiß ich. Eine komische alte Frau? Ob wir sie selbst schon hier im Zug gesehen haben? Das kann ich dir auch nicht sagen, Luke. Aber auffällig ist es allemal. Tja, also war das doch vielleicht eine wichtige Information, aber ich mach nichts. Hallihallo, ihr zwei Hübschen. Seid ihr auch schon mal an einem vertrackten Rätsel verzweifelt? Dann habe ich, die hellsichtige und betörende Oma Enigma, genau das rechte Mittel gegen eure Qualen. Oh, sie sind es. Stimmt, wem hätte diese seltsame Hütte denn sonst gehören können? Dann habt ihr also bereits von mir gehört. Schön, dass ich immer noch so populär bin. Hihi. Bitte, natürlich kennen wir sie. Wir haben uns doch schon einmal getroffen. Wissen Sie nicht mehr? Nee, jetzt die Stelle. Oh. Nein. Da meinst du wohl die falsche Enigma, mein Junge. Ich hab euch noch nie gesehen. Aber ihr seid hier. Ich bin hier, also werde ich jetzt meinen Text los. Einverstanden? Also eigentlich, pappalapapp, das mache ich doch gerne. Meine Spezialität sind Rätsel. Rätsel, die vergessen werden. Rätsel, die übersehen werden. Sicherlich ist euch schon ist euch beides schon einmal untergekommen, richtig? Naja, weniger. Das passiert den besten Knoblern. Und ich nehme diese armen, kleinen, vergessenen Rätsel und lade sie in meine Rätselhütte ein. Falls ihr bisher irgendwelche Rätsel übersehen habt, findet ihr sie ganz sicher in dieser Hütte. Wenn meine Hütte Rätsel leer ist, dann habt ihr alle Rätsel gelöst, die gerade zu finden sind. Wieso schaut ihr nicht einmal rein und seht, wie gründlich ihr wart?
Ja, mal gucken. Ah, Faltetrick. Okay. War ja das Rätsel, was da noch war. Das wollte ich haben. So, ah, genau. Du wolltest einen Papierstreifen in der Mitte falten, doch leider ragt eines der Enden 1 Zentimeter weit über das andere hinaus. Du versuchst es erneut, aber leider ragt diesmal das andere Ende 1 Zentimeter hinaus. Nun hast du den Streifen also 2-mal gefaltet. Aber wie weit sind die beiden Knicke eigentlich voneinander entfernt? Gib deine Antwort in Millimetern ein. So, und zwar... wie kann ich das jetzt am besten anzeigen? Ach so, ja klar. So, und zwar... wie gesagt, hier ist es 1 Zentimeter entfernt. Und hier ist es 1 Zentimeter entfernt. Man könnte jetzt darauf schließen, dass das hier 2 Zentimeter sind. Aber das stimmt nicht. Und zwar... Wie kann man das jetzt veranschaulichen? Am besten, ich gebe die Antwort einfach ein und dann veranschaulicht euch... Warte mal, in Millimetern, ups. Ey, das hat sogar gepasst! Alter! Ich habe da nur so gemalt und dann... Antwort in Millimeter 10. Genau. Kein Rätsel ohne Lösung. So. Warum ist das so? Erat demonstrandum. Sehr exakt. Die Entfernung zwischen beiden Knicken beträgt 1 Zentimeter, sprich 10 Millimeter. Wenn dir die Visualisierung schwerfällt, dann stelle dir mal vor, die Streichholzschachtel oben wäre genau 1 Zentimeter hoch. Jetzt entferne eine der beiden Seiten. Auf einmal sieht die Schachtel von der Seite aus wie dein Streifen Papier. Ha. Die übrige Seite steht somit für die Entfernung zwischen beiden Knicken. Ja, irgendwie so. Guckt euch das an. Ich weiß auch nicht. Na komm, ein bisschen noch schnell. Also ein bisschen weiter geht's noch jetzt. Und dann... und dann war es das erstmal für heute. So. Ah, da ist ein Typ mit einem Rätsel. Schön. Huch, Fahrgäste. Entschuldigung, ich wollte nicht die Sicht versperren. Sie sind kein Passagier? Nee, ich bin der Mechaniker hier. Ey, nee, ich bin der Mechaniker hier. Ich fahre mit für den Fall, dass mal was knirscht oder eiert. Aber ihr seht ja selbst, die alte Molly läuft wie geschmiert. Viel zu tun habe ich also nicht. Ich habe also viel Freizeit. Nee, ich habe so viel Freizeit, dass ich sogar Rätsel erfinde. Hier, frisch aus meiner Werkstatt. Na, denn will ich das mal sehen. Ruf der Wildnis. Ah, genau. Nach Jahren der Misswirtschaft ist dem Zoo nun das Futtergeld ausgegangen. Die armen Viecher, dem Verhungern nahe, schmieden Ausbruchspläne und können sich schließlich aus ihren Käfigen befreien. Aber sie müssen noch durch den furchtbar verwirrend aufgebauten Zoo hindurch. Tippe alle Tiere an, die es bis zum Ausgang oben in der Mitte schaffen und berühre dann Antwort. Und nicht vergessen, es geht ums nackte Überleben. So, gehen wir nochmal das, durch. Also, die sind dem Verhungern nahe und es geht ums nackte Überleben. Jetzt gucken wir erstmal, was würde der hier machen können? Zack. Da würde eine Sackgasse rennen. Zack. 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 Und er rennt dann hier wieder in eine Sackgasse. Hier in eine. Und hier würde er in den Panda-Bären rennen. Na, hat er wenigstens was zu futtern. Was weiß ich. So, dann haben wir hier, sagen wir mal, den hier. Den Tiger oder so. So. Der kommt hier vielleicht lang noch. Nee, hier sind überall Sackgassen. Sieht man ja alles. So. Hier ist auch eine Sackgasse, von daher kommt er auch nicht weiter. Jetzt nehmen wir mal die Giraffe. So. Hier, so, so. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Wut, wut, wut.